Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Radio am Sonntag Mittag zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Jetzt seid ihr nicht so genau. Hallo. Ja, genau, sorry. Gut. Ja, Leute, es ist spät, wir sind ja. Man merkt's. Er ist jetzt schon durch. Nein, wir haben kein ADHS, wir sind einfach bloß oben drüber. Jo. So habe ich jetzt eigentlich meinen Trash ausgemacht, egal. Weil wir oben drüber sind. Genau. Oh, herrlich. Ich hab. Gibt doch. So, warte mal. Oh, das sieht gut aus, wie immer. Der macht weiter. Oh, du hast die Ecke unten geschafft. Mehr oder weniger. Aber dann auf der rechten Seite kannst du dann locker den Helfer wieder ansetzen, normalerweise. Ist er da? Ah. Oh, hoppla. Oh. Kurz mal weggenickt. Es ist spät und ich bin müde. Oh, War dort? Nee, ne? Nee. Soll ich die Bar abkommen? Der schneidest du raus, oder? Nein, das schneide ich nie raus. Oh, schade. Ach nee, du. Oh nee. Ich hätte nur noch so ein ironisches Ja. So, warte mal, ich bin jetzt immer überlegen, soll ich da drüben weitermachen oder da? Ich mach da drüben weiter. Da habe ich immerhin eine Ecke irgendwann mal abgeschlossen. Mach ich auch mal ein bisschen Vorgewinde. Dass ich nicht jedes zweite, dritte Mal an der Brücke da hängen bleibe. Also ich bin jetzt beim anderen Action. Oh, und häng fest. Wie geht's eigentlich unseren Kühen? Jetzt hab ich ja komplett vergessen. Dem müsste es gut gehen, wir haben genug Siedler. Oh! Den müsste es gut gehen, alles in Orange. Ich schau mal ein bisschen vorbei, ne? Ja, okay, du machst das ja alles bei dir ein bisschen Abwechslung. Ich hänge am Gatter. Nein, stopp, lass mich wieder. Oh Gott. Ist nicht so. Ach du Scheiße! Stopp! Alter! Gut, gut, ich hab alles. Lässt unter Kontrolle. Ja. Ach ja. Wer kennt ihn nicht? Hat sich so angehört, ne? Okay. Ich fahre so gemütlich mit GPS längs, fahre so an den Zaun ran, will aufheben, merkst du, ich werde hinten hochgehoben, wie so, oh, ich stecke im Zaun fest, scheiße. Wo ist jetzt dieser? So, ich habe einen Skorpion gefunden, darf ich den nehmen? Ich nehme den. Hat er eine Schaufel dran? Ja. Okay, gut, ja. Also die brauchen auf jeden Fall sauber machen, sie brauchen Wasser, sie brauchen Stroh, Mischer so, geht noch so. Wasser müsste eigentlich noch was im Tank drin sein, oder? Da haben wir auch einen Dummstellenhof. Ey, das ist eine komplette Schaufel gewesen, ne? Ja, das glaube ich gerne, weil die waren bei über 43% und wir haben 136 Kühe. Ich glaube, wir müssen mal Milch verkaufen gehen. Wir haben 98.000 Liter. Und 208.000 Liter Gülle. Ach du Scheiße. Ach, okay, der war auch noch was, ne? VJ. Wird blockiert. Ja, das sieht man nicht. Nee, das sieht man hier nicht. Warte mal, Helfer J, weh. Ich helfe. Oh, ich muss meinen Drescher auch gleich abtanken. Ich muss eigentlich beide fast wieder abtanken. Ey, der hat so keinen Bock mehr gehabt, ne? Der hat einfach wieder Drift gesagt. Welcher war das? Zuckerrüben. Zuckerrüben. Wie viel hat denn der Nusch? Okay, der hat. Ja, okay, der hat. Andere Seite noch. Aber man muss sagen, es ist bald zu Ende, ne? Er hat nicht mehr allzu viel. Also, drei Viertel, würde ich sagen, ist geschafft. Ja, doch. Ja, nicht ganz wahrscheinlich. Aber fast.
Jetzt muss ich dann bei beiden selber übernehmen, ne? Ja. Das wird spaßig. Ja. Wobei der Zuckerrüben kann er noch ein bisschen selber arbeiten, oder nicht? Anderes hätte, ne? Ja. So, warte, ich mach jetzt das einfach raus, mir egal. Oh, ich muss dann auf Level abfahren gehen. Ich fahr jetzt mal erstmal Geld machen. Wo ist der Chen? Ich seh ihn nicht. Warte, ich muss auf der Karte gucken. Ich seh ihn da ganz vorne. Hier. Da ist er. Nein, Junge, bleib stehen. Er ist voll. Ach nee, aber er hat das ist auf der falschen Seite. Gott, ist da viel Wasser drin, ne? Ja, dann drück einmal I. Dann will man nicht nochmal extra Welle so fahren. Ach du Scheiße, was macht er? Ich glaube, ich hätte ihn Vorgewende machen sollen. Hätte ich jetzt auch machen. Lass mich doch ein. Aber da geht gut was rein an Wasser. Ey, wenn der, wenn das komplette Fass da reingeht, ne, dann haben die echt gut durch. Das komplette Fass ist drin. Warte, sie haben. Er 7 und. Ja gut, die haben ja 67.000 Liter mehr drin. Als Helfer B 80% voll. Helfer B 80% voll. Bei mir ist da oben gerade echt alle voll, ne? Es ist. Hallo? Das spackt rum. Oh Mann. Warte. Alex, da ist. Moody, warte. Ich mach das mal aus. Hilfe. Ich hab. Mann. Ich hab den Ding jetzt kaputt. Da sitzt halt auch noch der Helfer drin, ne? Geh doch raus, mein Junge. Hier sehen Sie einen BG-Floor am Verzweifeln. Ja, ja, bitte. Oh, was hat das noch? Ja, ich kann wieder fahren. Gut. Also es ist wirklich nicht so vorteilhaft, GPS und Helfer zu betreiben. Ich muss es irgendwie rausschmeißen, GPS. Kann ich nicht einfach irgendwie den Kurs löschen? Dass er keinen mehr drin hat? Mal gucken, wie das irgendwie machen kann. Nee, warte. Mach's einfach aus, so. Fährst du überhaupt von Feld 7 überhaupt schon? Gutes Teil. Gutes Teil, genau. Gutes Teil. Ah ja. Also ich habe nur noch ein Stück schon. Alter, ja. Schon fast durch. Ich bin schon alle Felder sind leer, bis auf Feld 40 und 70. Mhm. Ich mach den jetzt immer Vorgewende. Das geht schon nicht. Ah, ich bin da mal hingekommen so. Ja. Nicht optimal, aber nicht. So. So. Dieses Eck hier wegfahren. Oben Eck wegfahren. Dann helfen wieder für die Zuckerrüben. Ich habe den Kollegen jetzt mal diese Vorgewende gemacht. Ich hänge am Baum, ich hänge am Baum, nein, ich hänge nicht am Baum, ich hänge nicht durch. Ach gut, ich hab's im Glück. Ich mache jetzt hier auch mal die Einfahrt hier vor, dann kann ich hier vorne einfach rausfahren. Ah ne, ich muss den. Ja, Lektion überhaupt haben. Dann, ja. Kann ich da doch nicht rausfahren. So.
noch schnell den Helfer hier wieder reinballern. Kind lernen nochmal schnell. Das ist auch wirklich seine komplette Arbeit, also einen kompletten Kornpunkt von hinten hier reinstecken kann. So passt's. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr da hochzufahren. Muss ich ehrlich sagen. Passt, macht wunderbar. Egal. 92% das lohnt sich nicht. Ich fahr da mal weg, ne? So. Kommt da was? Ja, da würde was kommen, aber das ist noch weit genug weg. Davor bin ich draußen. Ja. Geht doch. Ach, gut. So, jetzt geht die Sache hier voran. Geben die Autos über mir? Ja, gut. Dafür, dass es ein 500 PS Motor ist, sieht er ganz schön gut. Ja. Ich habe jetzt dann die 60 drauf. Jetzt habe ich ganz kurz die nicht mal wieder runterbremsen müssen, 70. Also die 80 bringe ich nicht rauf. Mhm. Ja, dafür beschleunigt. Der braucht auch 2500 PS wie der Johnny, dann würde das. Nein! Der ist jetzt nicht übertrieben, Flo. Nee. Das ist eine ganz normale PS-Zahl. Nee, aber ich meine, dann würde die Beschleunigung schaffen. Ja. Es würde auch, glaube ich, einfach bloß der größere Motor rein. Nein! Hm. Muss ich's? Soll ich's wissen? Will ich's wissen? Ich sag bloß BGA und voll. Hat ich noch nie verarbeitet? Warte mal. Kann es sein, dass. Wieso ist eigentlich die Zeit. Achso, du verspuckst. Dass die Gärer schon voll sind? Weil, wenn das ist, dann haben wir ein Problem. Die bin nicht voll, werden soweit ich weiß. Achso. Ja gut, dann. Es sind schon 1 Million drin. Ja. Er ist wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist doch irgendwo eine Anzeige, oder nicht? Ich glaube, es wird sich auch lohnen, mal ein dickeres, ein größeres Gullifass zu kaufen, oder? Glaube ich. Würde sich, glaube ich, auch lohnen. Weil wir müssen irgendwie mal die Gülle wegkriegen. Und auch die Gärreste. Wir haben so viel von dem Zeug. Kann man das verkaufen? Ach, deswegen haben wir das ja auch platziert, also. Und wurde ja auch gerade der Landhandel hier aufgebaut. Stimmt, kann man die Gärreste verkaufen? Weiß nicht, schau du nach. Ich glaube schon, hoffe schon. Ich habe die halt nicht gefunden zum Verkaufen. Deswegen. Aber Gülle können wir, glaube ich, verkaufen. Ah, schade, das geht nicht. Mann. Dann glaubst du wieder. Warte. 56, wie viel also 65 viel? Euro. Wohnt sich das? Hm. Warte, ich rechne jetzt mal kurz aus. Ich habe jetzt Zeit. Gerade. Also wir haben, ich rechne jetzt immer mal mit 1 Million. Ach,
hast. Warte, was war der Preis? 6,50 oder 65? 65, 6,5. Okay. Wenn ich richtig gerechnet habe, 65.000. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wie viel? 65.000. Mhm. Naja, aber wir haben dieses Problem nicht mehr. Ja. Und wir haben natürlich auch die Gülle am Hof auch noch, ne? Also ich glaube, es wird sich lohnen, Teil zu verkaufen. Definitiv. Wir haben am Hof 209.000, ich muss sagen, wir haben die Felder gar nicht, um das überhaupt wegzubringen, die Gülle. Ja, also. Noch die Gäre. Ich brauche den vierten Mann, der wo einfach nur Gülle fährt, wenn die Gülle fasst. Hammer. Oh, ja. Und überall die Felder düngt. Ich könnte mal... Ich muss mal fragen. Ich muss mal den fragen. Wie geht's denn? Ob der das machen kann. Ob der Zeit hätte. Die Frage, ja, aber. Da muss ich mal gucken. Wenn sich noch jemand freiwillig meldet, ne? Wir suchen noch einen vierten Mann, der wohl nur am Kühlen ist. Ne, der kann natürlich auch ein bisschen was anderes machen. Nicht das Problem. Ja. Er meldet sich. Soll sich einfach melden. Lieber BS Gaming, wenn du das jetzt siehst, liebe Grüße, Kenner, die raus, wenn du Bock hast, komm vorbei. Mods sind ein paar. DLCs sind nur das Glas. Glas momentan noch. Momentan nur das Glas, ja. So, warte mal, fahr ich links oder rechts? Keine Ahnung, ob schneller ist, wann war das? Ich glaube, wir müssen frei. Oh, in die Ecke. So, passt. Dann düsen wir doch mal links, ne? Der Drescher ist voll. Er ist halt Real Talk voll. Ja, Mann. Oh. Wo steht denn der? Da unten. Okay, jetzt passt. Dann fahr ich richtig. Da drüben sind Kartoffelernter fahren. Ja. Das bin nicht ich. Hi. Nicht. Oh. Ich hol das immer. Mais, Flo. Hm? Was gibt's? Schau mal links. Oben. Ja, der Johnny ist voll, ich weiß. Bin da gerade dabei. Drin hier. Ich hoffe mal, hier war. Nee, hier ist keiner gut. Bitte steh dich, bitte steh dich, bitte steh dich, bitte. Ja. Er steht richtig. Er hat sogar das Rohr rausgemacht. Macht hier ein Ehrmann. Ich komme! Ich will jetzt mit Bremsen anfangen, ne? Oh, die Bremse war ein bisschen zu tief. Oh, wunderbar. Wo ist mein Leckchen? Da ist mein Leckchen. Oh, war doch schon lange nicht mehr drin. So. Sport. Oh, komm ich, das kriege ich noch weg. Ja, wobei, kommt dann denke ich, könnte kritisch werden. Okay, die Kühe haben wieder 99 Produktivität. Also warte mal, was braucht ihr noch alles machen? Felder brauchen alle wieder bestellen, Wiesen brauchen wir. Bestellen. Die Kühe braucht sich kümmern. Jo. Warte mal, wir haben... Die Milch ist komplett voll, ne? Haben wir zwei... Wo bringt das? Warte. Mühe. Wo ist denn das gute Ding? Da. Bei Agrarzettel 1264. 1263. Aber ich bin mal weg, jo. Warte mal. Wir kriegen da 100.000, ne, knapp. Nochmal von der Milch. Die Zuckerrüben schon wieder, ach, nee. Oh, Mann. 67.
War das nicht mal mehr? Flo, schaust du bitte kurz bei den Zuckerrüben vorbei? Ich muss jetzt erstmal Geld machen. Ja. Hast du ein bisschen Milch weggebracht? Mal, nee. Ich bin dabei! Achso, deswegen gerade, weil 67.000 Liter nur noch drin sind. Deswegen haben wir gerade gedacht, das waren mal nochmal 90 knapp. Dann passt, dann kriegen wir knapp nochmal 100.000. Alter, wir könnten es halt wirklich schaffen auf die 400k locker, ne? Aber wenn wir jetzt nochmal 100.000 für die Mühe kriegen, dann sind wir bei 355, nochmal plus die BGA. Also wir schaffen locker eine halbe Mille. Locker, würde ich sagen. Jo. Die Milch bringe ich ja dann noch ganz weg. Das ist ja ein universales Fass, oder? Nein, das ist es nicht. Schade. Nee, das ist Standard, glaube ich. Warte, ich mach das so. Ja, aber dann bringe ich noch ein bisschen Gülle, also Gärreste weg. Ich kümmere mich um den Zuckerrüben, der Fuzzi. Ja. Da drüben fährt er. Dann darf ich auch mal wieder ins Winter. Ich muss schon einmal in 4-Achser gefahren. Das erste Mal, oder? Nee, zweite Mal. Einmal bin ich schon gefahren und... Oh, Mann. So, das Ding Runde. Er fliegt ein bisschen, du. Oh. Oh. Ach, Scheiße. Mit 80, mit dem Fass in die Kurve. Ah, oh, angenehm. Angenehm. Das kann man machen. Kann mir Flüssigware verkaufen. Und die Schnuppen haben der Krise, das ist schon gut. Ach, so nehme ich den Container hier wieder mit. Hat der? Wo kann man denn eine Flüssigware verkaufen? Da wo das ganze andere Zeug mal auch verkaufen kann. Vielleicht? Keine Ahnung. Ja. Okay. Wo läuft denn das überhaupt ab, die Milch? Kann ich ja, glaube ich, hinten irgendwo. Also ich muss sagen, was wir jetzt, wir haben jetzt wirklich in der Woche jetzt wirklich gut gearbeitet, ne? Ja. Also wir kommen heute nochmal auf die 300k. Das ist schon nicht schlecht. Nee, nicht ganz. Schaffen wir nicht. Nee. Oh. Aber? Aber ich fahr gleich nochmal. Ja, wir sind auch schon bei 24 Minuten, aber die Milch verkaufen wir nochmal. Wir müssen nichts. Der Helfer C ist nämlich der Vatrion. Ja, das mache ich dann gleich. Dann tun wir die Milch weg, damit wir nochmal. Die Zuckerrüben mal wieder. Ich war doch. Oh, ich war doch da. Will er mich verarschen? Ja, das denke ich mir auch. Ich war doch gerade eben erstarrt. 5 Sekunden da. Mhm. Dieser ihn. Oh, warte. Dieser. So. Also mit dem Unimog lohnt sich definitiv mehr, die 80 km/h zu fahren. Ich kümmere mich jetzt um die Kartoffeln. Weil man viel längere Strecke hat. Dann um die Zuckerrüben. Und dann wieder weiter brechen. Was steht denn da vorne? Haben alle einen vollen Korntank? Nee. Nicht ganz. Drei. So, der Kartoffelernter ist am Abtanken. Jetzt. Bremsen. Dann. LKW. Da. Wo steht er? Da oben steht er. Diesen mal hier hoch. Also die hat ja auch der Folge für N. Ah, das ist der Drescher. Ja. Ich habe mir schon gedacht, er ist ein bisschen nah an den Rand rangekommen. So. Okay, beide sind am Entleeren, wunderbar. Dann können wir zum Johnny. Der Johnny ist hier. Kollege, du hast da noch was stehen, ne? Du könntest eigentlich schon noch weiter arbeiten. Dann haben wir mal wieder das Problem. Ach, geht doch. Ein Flo? Ja. Ich möchte bloß mal gesagt haben, ich werde keine Stunde mehr aushalten mit dem Unimog, ohne zu tanken. Ich habe 11,1 Liter drin und Liter pro Stunde verbrauche ich 32. Ja, gut. Ich glaube, den sollten wir mal auftanken.
Weil nicht, dass wir am Ballen heimbringen sind und dann plötzlich die Flüsse. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so geil. In einem Milchverkauf, ne? Ich glaube, ich bleib gleich liegen. Eine Fuhre nach, da bin ich, bleib ich liegen. Das ist, ja. Aber wir haben ja mal Johnny. Eine Abschleppstange, das funktioniert eigentlich wunderbar. Ist der von der Anhängkupplung der Unimog? Normalerweise hat, ja, er. Ja, hat er. Müsste er haben. Ich hab 10,8 Liter. Das geht ja schneller runter, wie ich saufen kann, oder? Geht ja schneller runter, wie Buddha. Muss aber auch dazu sagen, er hat was Schweres hinten dran, ne? Ja, Milch ist schon schwer. Vor allem, die Milch muss auch gleich schnell weg, weil wir haben keinen Kühler. Das, ja, und wir haben wahrscheinlich sowieso aus dem Hochsommer 30 Grad plus. Und das ist ein Stahlfass. Edelstahlfass, da brustet so ein bisschen, glaube ich, da drin. Aber ist ja schon mal hoch homogene Firmen. Die Firmen natürlich. Fettarme Milch, ja genau. Ah ne, wenn dann voll mich, weil Fettarme haben wir ja schon. Stand verbraucht jetzt 2,9 Liter. Wurde voll sparsam, wenn er steht. Jo. Aber wurde voll large steht, ist das ein bisschen arg teuer. Oh, ich hab ein bisschen 300k! Ja. 300. Wir sind schon knapp 35.000 drüber, aber ja. 36.000. Nochmal 40.000. Wir sind bei 27 Minuten, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die 300k geknackt, das Wochenziel. Ich bin erfüllt. Ja. Ich nochmal einmal nicht bekommen. Und wir sind dann auch für heute schon wieder fertig mit der Folge, wie immer. Der Einsatz. Warte, wie viel? Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keine Cent. Den roten Knopf und grau machen, Glock aktivieren, damit er nicht mehr verpasst, dann gebe ich wieder zurück an Flo. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen runter lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Mittwoch zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade, wenn wir hoffentlich das Dreschen abgeschlossen haben, ne? Doch mal 218.000 Euro lohnt sein. Junge, das ist echt nicht billig. Ja gut, aber wie gesagt, wir sehen uns dann am Samstag, nächsten Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.